Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video Elfmeterschießen Challenge zusammen mit dem Jan. Hi. Hallo. Ja, und ihr seht, wir sind ganz woanders. Wir sind hier in einem absolut krassen Studio und zwar ist es hier das Studio von Jan. Ich bin zu Gast bei ihm, hab noch ein, zwei Videos mit ihm gedreht und ein paar Streams gemacht. Es kommt auch ein Vlog, oder es kam ein Vlog. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall haben wir hier natürlich krasse Technik, wie ihr gerade schon seht. Wir machen die Elfmeter-Challenge. Ich bin hier AS Monaco und Jan ist Schalke. Natürlich wieder drei Spiele und hier auf meinem Kanal schießen wir auch selber. Krasse Technik heißt, wenn ich schieße, leuchtet das blaue Licht und wenn Jan schießt, leuchtet das grüne Licht, ja. Das wird absolut verrückt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Schaut bei Jans Kanal vorbei, rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir auch eine Elfmeter-Challenge gemacht, da halt nur mit dem Torhüter, wie oft, also bei dir ist ja fast immer nur mit dem Torhüter, bei mir auch schießen, also egal. Lang genug gelabert, wir starten rein. Let's go. Ja genau, wir müssen ja jetzt, sonst sehen wir uns hier auch noch. Ist ja jetzt richtig. Boah, ich habe das echt auch lange nicht mehr gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Top Gott! Secret hier, Leute. Das wird absolut verrückt. Ist hier auch ich habe richtig Angst, ey. Pfeil aus. Pfeil ist aus, okay. Ja, aber du warst ja im letzten Video absolut gut. Das ist so das Ding. Aber es hat echt lange gedauert, bis ich gut war. Ich bin aber auch nicht so gut. Also ich bin eigentlich gar nicht gut. Ja. Ja, ich bin gut. Definitiv. Ast rein. Oh, Junge. Leute. Was ist hier los? Ja. Ja, gut. Hab ich gesagt. Hochkonzentriert. Beide. Oh, was? Wie er den da reinhämmert. Ja. Das ist ja absolut verrückt. Ja, ist schon zweimal bist du stehen geblieben. Du denkst jetzt immer, ich schieße in die Mitte, aber das meine ich nicht. Ich habe nämlich schon dreimal nach rechts geschossen. Ah, ja, das könnte jetzt die Entscheidung sein. Das könnte jetzt die Entscheidung sein für immerhin das erste Spiel. Komm. Ja, Mann, ich hab voll früh nach rechts gedrückt. Ja! Mann. Oh, was ist jetzt passiert? Du hast deinen Controller kaputt gemacht. Mann. Genau, erstes Spiel haben wir gewonnen. Super, ja. Let's go, weiter geht's. So, Leute, da sind wir wieder back zum zweiten Spiel. Und natürlich schießen wir hier auch wieder selber. Jan hat mich vorhin gefragt, ob Paris überhaupt einen Torwart hat. Und du hast einfach Buffon. Alter. Das ist, läuft, ne? Hoffe ich. Habe ich dir ein gutes Team ausgesucht, denn ich habe das für ihn ausgesucht. Der hatte keinen Bock auf mich. Ja. Nein, Leute, auf jeden Fall schießen wir natürlich hier selber. Da freue ich mich richtig drauf. Mit Neymar hast du und Mbappé und ich Ronaldo und Dybala und so. Das sind krasse Teams hier auf jeden Fall. Ja, let's go, ne? Ich bin Juventus, er Paris. Das läuft. Ich darf als erstes schießen. Wer hätte es gedacht? Yes, versenkt. Ich glaube, das wird nicht so mein... Ich glaube nicht, dass das so mein Game wird jetzt. Als erster hast du das gewonnen? Ja, ja, klar. Ja? Hey, ich habe wieder seit 5 Minuten da drauf gedrückt. Es ist wirklich so. Gibt's. Ich erzähle keinen Scheiß. Wir bräuchten eine Kamera hinter uns. Hier ist ein Fehler. Ich erzähle keinen Scheiß. Ich habe das... Oh Gott, ey, kannst verkaufen! Ich bin sogar ins falsche Eck gesprungen. Komm jetzt, Ronaldo. Dem habe ich im Training. Im Training habe ich mit dem alle stimmt, verschossen. Der hat ja alles trainiert hier. Mann, kann nicht wahr sein. Ja, Mann. Ich habe noch nie die andere Ecke genommen in dem heutigen Video. Ich finde das gut. Dass es klappt, finde ich vor allem gut. Ja! Auch noch gehalten, oh, das wird doch mein Game. Ja, nee, nee. Das also ja, leider schon. Das ist bis jetzt ziemlich. Ja, Mann. Diesmal mein Torwart macht nicht das, was ich machen will. Diesmal die andere Ecke, das war gut und das könnte schon die Entscheidung sein. Mbappé. Na. Ah, ich hab echt gezögert, ich dachte, du schießt in die Mitte. So wie ich jetzt.
Scheiße. Psychospielchen haben nicht geklappt, Leute. Wird das hier die Aufholjagd? Könnte klappen. Ist aber nicht. Nein! Vor allem, ich habe noch lange gewartet und bin trotzdem gesprungen. Alter, was ein Spacken. Komm schon. Ja. Das ist wieder meine Ecke. Das ist das 2-0, Leute. Mal gucken, ob du wie auf deinem Kanal nochmal Gas gibst. Oder eben nicht. Ja, das dritte gewinnt. Mal gucken. Bleibt auf jeden Fall dran. Das dritte Spiel wird mega krass und natürlich auch entscheidend. So, Leute, der Jan kommt jetzt ins Bild reingelatscht. Nee, zu dem letzten Spiel. Leverkusen gegen Sevilla. Das wird absolut verrückt. Ich bin Sevilla, Jan ist Leverkusen. Oh, ich bin Leverkusen. Im Europa League Finale. Europa, Alter. Das wird verrückt. Ich denke, das ist realistisch, dass du anfangen darfst sowieso. Dass du gewinnen darfst. Bring mir Glück. Nicht. Gewinnen darfst du nicht. Das ist nicht gut. Okay, jetzt werden die Tricks ausgefahren. Jedes Mal den ersten verkacke ich. Ja, gut. Ne? Hä? Ja, der ist drin! Ja. Er stellt so seinen Fuß hin, so. Ja, kein Bock. Boah, der war aber so schlecht geschossen. Ja! Stark! Hä? Das kann ich nicht sehen. Hä? Ja, das ist normal! Ah, der war gut! Ja, gut, der war gut! Aber zum ersten Mal in meinem Leben, Alter! Das war der beste bis jetzt von dir in diesem Elfmeterschießen. Ja! Ja, natürlich! Jan hat gar kein Pech! Oh, Mann! Yo! Ja, der war gut! C'est la vie, tschüss! Ich will die jetzt richtig krass machen und dann baller ich den drüber! Das kann ich sagen! Ja, Mann, was machst du? Nochmal Aluminium! Und jetzt der letzte. Sarabia oder wer auch immer. Shit. Oh. Die Ecke hat diesmal nicht geklappt. Die eigentlich immer klappt. Wenn du jetzt Leute, verkackst, Daumen drücken. Wenn du jetzt verkackst, habe ich sowieso gewonnen. Ach, kein Problem. Haben wir sowieso gewonnen. Ja! Ich dachte, du schießt in die Mitte. Eolü! Dachte ich auch. Ja! Das war wie, dass ich nichts gedrückt habe. Man muss in die Mitte ja auch so ein ganz bisschen. Ja, der muss halt nach vorne drücken. Ja, aber dann hätte ich ihn eh gehabt. Ich bin stehen geblieben. Ja, das ist ja schon mal nicht wahr, super. Ja. Ja, also ich würde sagen. Meiner heult. Scheiße gewonnen. Leute, 3-0 haben wir ihn hier abgeschlachtet. Nein, aber. Ja, war schon nicht schlecht. Das ist für die letzten war Folgen. War schon ziemlich schlecht. Für die letzten Folgen war das natürlich hier wieder refungiert. Finde ich gut. Ja, leider. Das war. Sevilla feiert. Das war nicht gut. Zu dem DFB-Pokal. Also den Europapokalsieg hier. Das ist krass. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft hatten ja auch schon echt oft gewonnen, ne? Ja. Haben sie das? Ja. Stimmt. Sie sind immer zu scheiße für Champions League und dann fliegen sie da raus in der Gruppenphase und gewinnen dann im Euroleague. Ja, das ist gut. Die habe ich auch in meiner Trainerkarriere in FIFA, die ich seit ungefähr 8 Monaten nicht mehr gespielt habe. Und jetzt der Pokal. Ey, Party, jawohl. Hier, Sieger ist auf jeden Fall Mike. Sieger ist Mike, 3-0 gewonnen. Sie spielen immer vorher 0-0 in solchen Spielen. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich verstehe auch nicht, was die Mannschaften da immer machen. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen, das war's von diesem Video hier. Gerne könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren und eine Bewertung da lassen. Und bei Jan natürlich auch vorbeischauen, schaltet beim nächsten Video wieder mit rein. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.